Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal so eine Art Haul für euch, der aber aus ganz vielen verschiedenen Richtungen kommt. Also manches habe ich schon eine Weile, manches habe ich erst gerade erst und das meiste habe ich erst gerade erst. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich, bin ich auf einen Shop aufmerksam geworden, der heißt Punkabilly Clothing, weil ich habe mir ziemlich viele Rockabilly Tutorials auf YouTube angeguckt und da gab es halt auch welche, die diesen Shop halt gefeatured haben und die halt Kleider präsentiert haben. Und ich habe auch zwei Kleider bekommen und die sind voll schön. Ich zeige euch die mal. Ich habe auch einen Bikini bekommen, aber der ist irgendwie, der passt gar nicht. Also der geht halt so bis zu dem Bauchnabel eigentlich. Das ist so ein blauer mit halt einem ganz normalen Oberteil, weil der passt leider nicht. Aber die Kleider sind sehr schön. Also einmal das hier. Ich zeige euch hier ein Bild, dass ihr sehen könnt, wie es aussieht, wenn man das trägt. Weil da muss man halt auch, also muss man nicht, aber kann man halt auch ein Petticoat runtertragen. Dann sieht es halt einfach ein bisschen schöner aus. Und ja, das ist einmal dieses Kleid. Das hat hier vorne so weiß an der Brust. Und das schnürt man halt hier so hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das seht ihr dann auf dem Foto hier so. Und ja, die Sachen sind auf jeden Fall mega gut verarbeitet. Die sind super schön und ihren Preis auf jeden Fall wert. Richtig schöner, fester Stoff, dicker Stoff, der euch dann nicht so schnell kaputt geht. Und hier hinten auf der Rückseite habt ihr hier oben was zum Schnüren, dass es halt auch ein bisschen flexibler ist, dass man es halt wirklich, wenn man es dann anhat, genau anpassen kann. Aber hier an der Seite ist auch ein Reißverschluss, der bis hier oben aufgeht. Und da passt man dann auf jeden Fall rein. Also ich habe einfach meine ganz normale T-Shirt-Größe genommen und das passt alles super von der Größe her. Ja, dann habe ich das, es ist fast dasselbe Kleid, nur in ein bisschen anderer Farbe, mit so blauen Pünktchen. Und dazu gibt es halt immer so ein Band, bei dem anderen war es ein weißes, bei dem ist es ein schwarzes, dass man sich halt dann noch um die Taille binden kann. Und ja, das hier, Rob, hat halt dann hier vorne so ein kleines schwarzes, ja, Schleifchen, ähnliches Rüschen-Dings, wenn ihr wisst, was ich meine. Halt dieses umgeklappte hier. Und ist halt dasselbe Prinzip, auch hinten zum Schnüren und mit einem Band und mit Reißverschluss und dasselbe, derselbe Stoff, ist alles super und super stabil und auch von der Verarbeitung, also ich gucke mir oft, wenn ich was kriege, halt mal die Nähte an. Und bei den China-Sachen ist halt ganz oft, dass dann da irgendwelche Fäden schon los sind, die man dann nochmal selber annehmen muss. Und bei denen ist das gar nicht so. Die sind super, super vernäht, komplett ordentlich und sauber genäht alles und super schön. Das ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Ja, nur bei dem, wie immer, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, weil es kommt auch wieder aus dem Ausland. Der Zoll ist das Problem. Da müsst ihr halt wirklich, wenn ihr euch dafür entscheidet, euch ein Kleid zu kaufen, bei mir lag es auch wieder beim Zoll und ich hatte wieder Stress mit dem Zoll, müsst ihr halt, weil die kosten ja 40 Dollar, so um die 44 Dollar, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, doch, ich glaube. Und ja, da müsst ihr halt dann nochmal 19% draufrechnen. Und mir wollte der Zollmann letztens sogar noch den Versand, den ich hätte bezahlen müssen, also die Versandkosten mit verzollen. Wo ich mir denke, ist das ein Ernst? Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich weiß es nicht, falls sich jemand damit auskennt. Kann mir das gerne sagen. Ich bin der Meinung, dass der Warenwert, und die Ware ist ja in dem Fall nicht der Versand, versteuert werden muss. Keine Ahnung. Wenn der Versand halt auch noch mit versteuert werden muss, müsst ihr halt echt aufpassen, wenn ihr über 150 Euro kommt. Weil da gibt es, glaube ich, auf der Seite Free Shipping over 150 Dollar. Und wenn ihr über 150 Euro kommt, dann habt ihr ein Problem, weil dann müsst ihr nämlich noch viel mehr drauf bezahlen. Weil da gibt es dann irgendwie noch eine extra Steuer, die mehr ist als 19%, die man drauf bezahlen muss. Und das ist dann um einiges teurer und das ist echt schade, das ist echt ärgerlich und nervig. Aber wenn ihr euch irgendwie so ein Kleid oder so davon kauft, oder zwei Kleider, die sind ja auch dann bei 80 Dollar oder so, das ist auch völlig normal, der Preis. Das müsste beim Zoll eigentlich alles problemlos funktionieren, halt, außer dass ihr eben die 19% noch draufrechnen müsst. Und das dürft ihr halt echt nicht vergessen, weil sonst ärgert ihr euch wie Sau, dass ihr dann im Endeffekt doch wieder mehr dafür bezahlt habt, was ihr eigentlich vielleicht gar nicht übrig hattet als Geld. Ja. Genug zu Punkabilly, wenn ihr euch das interessiert, ich packe euch den Link unten natürlich in die Infobox. Dann war ich ja jetzt dieses Wochenende, was vielleicht einige von euch mitbekommen haben, durch meine zwei Vlogs und die Challenges mit Kira, war ich ja in Mönchengladbach. Und da habe ich am letzten Tag mit der Jess Vegan, habe ich auch ein Video gedreht, das kommt auch noch bald.
Und da habe ich geshoppt mit ihr ein bisschen, weil da hat ja das neue, das ist Minto oder wie das heißt. Ich glaube, es heißt Minto, hat aufgemacht. Und das ist halt so ein ganz großes Einkaufscenter, was da jetzt neu ist. Und ich muss sagen, es ist architektonisch gesehen sehr stylisch gebaut. Aber ja, bestimmt wieder arschteuer sowas. Aber es ist ganz ein schönes Ding. Und jedenfalls haben wir da was geshoppt. Und ich habe ein paar Schuhe, welche Kira nicht gepasst haben, der lieben Kira abgekauft. Sie war sehr traurig, weil die sind wirklich sehr schön, die Schuhe. Und zwar sind das hier so, so Overknee-Schuhe. Die haben wir hier oben, das ist halt total flexibel. Es ist halt fast wie so eine, ja, wie so eine Socke, würde ich mal sagen. Und hier unten halt dann so. Und die sind halt super bequem zu laufen, weil die halt so ein hohes Plateau hier vorne haben und hier hinten, dass es quasi ein nicht vorhandener Hacken ist eigentlich. Also es ist halt wirklich nur ganz leicht, das ist halt auch was, ja, tut halt nicht der Fuß von weh. Und das hier oben ist halt so ein Kunstleder-Imitat, deswegen ist es halt nicht, ja, so. Und es ist halt sehr lang und bei mir geht es halt genau bis zum Knie, das super ist. Und es ist halt, bei mir passt es halt um die Wade, weil ich halt einen ganz... ja, eine ganz normale Wade habe, sag ich mal. Und zufällig hatte ich zum Glück auch die gleiche Schuhgröße, deswegen hat es gepasst. Und deswegen habe ich ein paar neue Schuhe, die sind sehr schön. Ich denke, ich stelle mir das richtig süß vor, wenn man dann im Sommer oder so, ja, vielleicht nicht im Hochsommer, aber im Frühling oder so, wenn es ein bisschen wärmer schon ist, so ein bisschen Hotpants anzieht oder so, oder einen Rock oder so, der nicht bis zu den Knien geht, und dann halt da oben diese Schuhe zu. Ich glaube, das könnte ziemlich süß sein. So, und jetzt haben wir alles das, was ich im Minto da eingekauft habe. Und zwar haben die dann in Forever 21, haben wir in Berlin, glaube ich, auch, aber ich war bis jetzt noch nie drin. Ich habe nur mal im Internet mal geguckt gehabt und H&M, aber das gibt es ja eigentlich überall. Und ich fange einfach mal an, kreuz und quer. Achso, das eine Teil, was ich hier anhabe, dieses Oberteil, das ist auch vom Forever 21. Das ist einfach nur so ein Basic mit ganz dünnen Trägerchen, so ein Top. Und die kosten da alle nur 2 Euro, diese Tops. Davon habe ich nämlich noch 2 andere mitgenommen. Einmal hier. Dieses Top, das ist halt so ein Mintgrün, ein ganz, ganz helles Mintgrün, fast hellblau in die Richtung. Ja, hat eben alles 2 Euro gekostet. Und dann halt noch so ein bisschen gräulicheren Ton. Das ist auch eher so ein Blaugrau oder Mintgrau, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also es sieht aus wie so ein dreckigeres Mintgrün quasi. Das fand ich halt ziemlich cool, weil es so ein bisschen grauer ist. Ich glaube, in dem Licht kommt es nicht so, wie es eigentlich ist. Aber... ja, sehr interessante Farbe. Habe ich so noch nicht in meinem Kleiderschrank, deswegen dachte ich, jo, Tops kann man nie genug haben. Und dann habe ich das auch bei Forever 21 gekauft. Und ich finde diese Hose mega geil. Guckt euch diese Hose an. Das ist halt so eine High-Waist-Hose. Ich stehe gerade momentan total auf High-Waist-Hosen. Weil ich bin sonst nicht so der kurze Hosentyp. Ich weiß nicht, mir gefällt das nicht so gerne, das so kurze Hosen zu tragen. Aber bei so High-Waist-Hosen, ich weiß nicht. Erstens finde ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur Einbildung, wirken dadurch meine Beine besser. Also ich habe manchmal mag ich das halt nicht, dass ich das Gefühl habe, bei kurzen Hosen wirken meine Beine dick. Das ist halt wahrscheinlich wieder so ein Problem, was einfach nur eingebildet ist. Aber ja, jedenfalls diese Hose und High-Waisted-Hosen finde ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich strecke mich ein bisschen oder so. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch Einbildung, aber ich finde es schön. Und dann halt hier mit diesen goldenen Knöpfchen und haben halt auch Taschen, weil es gibt ja auch welche, die keine Taschen haben. Und halt hier an der Seite ein Reißverschluss. Und was sehr gut ist, die komplette Hose ist sehr stretchig. Also sowohl hier oben als auch der komplette Grundstoff ist sehr stretchig. Deswegen passt sich das super gut an. Und die hat nur 11,50 Euro gekostet. Das finde ich für eine Hose total super. Ja. Und die ist halt auch richtig schön. Der Stoff ist echt so richtig soft und der liegt richtig schön auf der Haut. Und dann habe ich hier noch ein Teil von Forever 21. Und zwar ist das einfach nur so ein ganz normales, basic schwarzes Top, was sehr lang ist, was ich quasi auch schon als schwarzes Kleid anziehen kann. Das Ding ist, hier stand drauf 5 Euro. Ich hatte eigentlich noch ein zweites von einer anderen Farbe. Aber die haben dann gesagt, dass sie wohl die falschen Etiketten drauf gemacht haben. Die kosten wohl 7,50 Euro oder 7 Euro. Irgendwie so. Und deswegen habe ich dann halt nur eins genommen, weil ich wollte dann für 7 Euro nicht gleich 2 davon haben. Und deswegen habe ich nur das Schwarze genommen, weil Schwarz geht immer. Geht immer. Und dann habe ich bei H&M gezoppt. Und da waren die Dinge hier, die waren im Sale. Wenn ich mich nicht irre. Ja doch, die waren im Sale. Die haben nur 5 Euro gekostet. Und zwar, das wusste ich auch noch nicht, hat mir Jess erzählt, dass sie da wohl bei H&M so eine
ich habe vergessen, wie sie das genannt haben. Auf jeden Fall gibt es da wohl so eine dunklere Linie, wo die halt mehr so trashige Sachen haben mit so reingeschnitten und schwarz und so used look und so coole Sachen halt, so mehr in dieses, ja, Street dunkel und so. Und habe ich diese Leggings hier mitgenommen. Hier auf der Seite ist halt noch so eine Schrift drauf. Und ja, die waren halt runtergesetzt. Die haben ja ursprünglich mal 15 Euro gekostet, die Leggings. Und die waren reduziert auf 5 Euro. Deswegen habe ich die mitgenommen. Und dann auch aus dieser selben Kollektion. Falls ihr übrigens wisst, wie die richtig heißt, ich habe es jetzt echt vergessen, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann ist das bestimmt gut für die anderen zu wissen. Weil sonst hat sie, meinte Jess, dass es die wohl sonst immer sehr oft nur im Internet gibt. Außer man hat halt einen sehr großen H&M. Und ja, auch dieses Kleid war runtergesetzt auf 5 Euro. Das ist halt so ein ganz langes Kleid, was halt ist genau dasselbe Motiv quasi wie der Leggings. Ist halt so sehr lang und halt ganz gerade runter. Und es ist für mich als kleiner Mensch immer sehr unvorteilhaft. Weil ich sehe dadurch immer manchmal, also je nachdem, weil ich bin ja halt an sich, finde ich, eine ganz normale Figur, aber ich bin halt auch nicht so gern schlank. Und wenn man dann so halt ein Kleid hat und dann an den Hüften halt so ein bisschen so ist, so, dann ist es halt manchmal total blöd, wenn es dann so lang über die Knie geht, dann wird man halt irgendwie so ein bisschen noch kleiner und noch breiter. Und dann sieht man irgendwie aus wie so ein Wurzelzwerg im Kleid. Und das gefällt mir irgendwie nicht. Aber ich wollte dieses Kleid mitnehmen, weil ich da nämlich was ausprobieren wollte. Und zwar hatte ich vor, halt einmal komplett umzunähen an der Seite, wo, also an der Höhe, wo ich finde, dass bis zu der Länge ein Kleid bei mir hübsch aussieht. Und dann unten einfach komplett die ganze Zeit alles in Fransen schneiden. Also so Fransen schneiden, dann halt einfach vor die Streifen hochschneiden quasi. Und ich glaube, das könnte cool aussehen und passt, glaube ich, auch vom Stil zu dieser Kollektion und zu diesem Kleid. Dann habe ich was anderes noch. Und zwar einen ganz, ganz hübschen, also es ist, glaube ich, sowas wie ein Crop-Top-Pulli-Ding. Also ich trage an sich so eine Crop-Tops, nicht normal Crop-Toppig, wie man die eigentlich trägt, mit nichts drunter, außer so ein Bandeau und dann halt eine High-Waist oder so, das mag ich nicht. Weil ich das immer nicht so mag, wenn man das Risiko hat, dass der Bauch irgendwo rausguckt oder so. Und ja, aber ich fand dieses Muster so schön, ey, das ist so schön. Und der Stoff ist total sanft und weich und fladderig und hinten hat das so, ist das so überkreuzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also hier, los, hier ist das so überkreuzt und ja, ist halt voll schön. Und da würde ich dann halt einfach ein weißes, langes Oberteil oder ein hellblaues oder irgendwas, was halt farblich passt, auch ein schwarzes oder so, vielleicht drunter ziehen und dann das drüber ziehen. Und es ist halt auch echt voll süß. So, und dann halt vielleicht noch mit einer High-Waisted oder einfach an normalen Hose oder so. Und ich musste das halt einfach unbedingt haben wegen diesem wunderschönen, wunderschönen Muster. Und ja, es hat 9,99 € gekostet, also 10 Euro. Und ja, ich fand es ganz schön. Der Stoff ist echt total toll. Und dann habe ich nur noch zwei Sachen, die nicht so mega spannend sind. Einmal habe ich zweimal so eine Augen-Make-up-Entferner-Pads geholt. Also von Balea, die ganz normalen von DM. Und dann habe ich Granatapfel-Spülung geholt, weil ich hatte keine Spülung mehr da und von DM die Spülung ist immer am besten, um die da zu haben wegen Haarfarbe, Strecken und so. Und ja, deswegen habe ich noch eine Spülung geholt. Eigentlich wollte ich diese neuen Spülungen, die sie hatten, mal ausprobieren, aber die hatten die nicht da, weil der war ziemlich, schon ziemlich leer, wahrscheinlich sehr viel Ansturm gewesen dort. Und ja, das war es auch schon mit meinem kleinen Haul von den Sachen, die ich geshoppt habe. Und ja, ich habe irgendwie diesen Monat, also im März, habe ich sehr, sehr viele Klamotten geshoppt. Dafür werde ich im April und im Mai wahrscheinlich gar nichts shoppen. Das ist bei mir meistens so. Ich habe immer so einen Monat, wo es so voll abgeht. So, vor allem meistens ist es, wenn irgendwie irgendein Wetterumschwung ist. Also es von Winter auf Frühling geht oder von Sommer in Herbst oder so. Halt diese, wo man dann denkt, oh mein Gott, ich brauche unbedingt lange Hosen. Oh mein Gott, ich brauche unbedingt Pullover und sowas, obwohl man halt welche da hat. Aber ich habe jetzt gerade diese Phase, oh mein Gott, ich brauche unbedingt T-Shirts und hübsche Sachen, die flatterig sind für den Sommer und den Frühling. Und deswegen, ja, ich glaube, ihr kennt das. Ich glaube, fast alle sind manchmal so. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Und unter mir seht ihr mein letztes Video, meine letzten zwei Videos. Einmal ist es die Flachwitze-Challenge, die wirklich bei euch auch sehr gut angekommen ist. Also ich musste auch ziemlich lachen. Ich bin auch ein bisschen... Ich bin aber auch, wenn Kamil was vorliest, muss ich eh immer lachen, weil der ist einfach so lustig. Und dann seht ihr noch meinen Vlog, den ich hochgeladen habe. Also den letzten Vlog, wo wir das Fotoshooting hatten. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, passt sehr gut auf euch auf und tschüss!